Außerdem steigert das ja auch die Zufriedenheit der dortigen Bevölkerung. Also wir haben lange keine Unruhen mehr gehabt, fällt mir gerade ein. Ist wirklich lange her, dass wir Unruhen hatten. So, Anziehung. Genau darum hatte ich mich gekümmert. Der Krieger wurde aufgelöst. Verschanzen. Dschungel weghauen. Straßenbau. Ja, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine Straße. Aber wir können hier den Dschungel nochmal wegroden. Obwohl eigentlich ein Dschungel was Feines ist. Ist ja nicht ganz unwichtig, so ein Dschungel. Eigentlich, fürs Klima. So, aber hier im Spiel ist ja das Klima eher nicht so von Relevanz. Es sei denn, die Verschmutzung ist so hoch. Aber die Verschmutzung sollten wir einigermaßen im Griff haben. Hoffe ich zumindest mal. Bangladur hat eine Fabrik fertiggestellt. Das ist gut. Dann baut jetzt noch eine Polizeiwache. Dann seid ihr auch durch. Kalkutta. Ja, euer Militär ist gut bestellt, definitiv. Ja, baut mal Kavallerie, komm. Baut mal Kavallerie, damit auch die Pferde nochmal verschwinden, die wir noch haben. Ach, guck mal, hier haben wir einen Unzufriedenen. Das ist ja interessant. Dann nehmen wir gleich zwei von denen weg. Auf Wissenschaftler. So. 376 Minus. Yay, geil. Also ich glaube, wir werden das Spiel mit Minus beenden. Ist mir aber ehrlich gesagt herzlich egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist das halt so. Ja, gute Frage. Dann kann der mal da drüben hin. Bewässerung. Bewässerung. Straße. Roden. Nee, da baut ihr bitte keine Straße. Die muss nicht wirklich sein. Aber hier kann nochmal das Dschungelgebiet weg. Und das mit den Krankheiten schauen wir jetzt auch tatsächlich in den Griff gekriegt zu haben. Das freut mich. Der kann sich schon mal verschanzen. Wir warten, ob es die zweite Einheit da ist. Dann kann der Lanzenträger abtreten. Es ist übrigens 2000 nach Christi jetzt. Beziehungsweise gleich 2001 nach Christi. So, dann erforschen wir jetzt auch die Elektronik direkt. Genau. Genau, ein Ravenna Krasi hätte immer noch die Krankheit. Aber daran arbeiten wir ja schon, dass das besser wird. Ihr könnt auch nochmal Kavallerie bauen. Genau, baut ordentlich Kavallerie, damit auch die Pferde noch verschwinden. Dann haben wir das schon mal komplett. Und hier lösen wir schon mal den nächsten Krieger auf. Ja, brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Komm. So, Schütze verschanzen. Den Wald können wir roden. Den Wald können wir nicht roden. Den werden wir auch nicht roden. Das sind zwei Felder, ne? Genau. Warum rode ich eigentlich den Wald hier? Das brauche ich doch gar nicht. Es gibt Wichtigeres zu tun. Den Wald können wir doch in Ruhe lassen. Oder den Dschungel, sag ich mal eher. Aber hier sind noch zwei Dschungelgebiete hier. Die können noch weggehauen werden. Die beiden hier. So, hier sind wir soweit durch. Pompeji hat sich, erholt sich jetzt. Das ist gut. Wo können wir den denn noch hinjagen? Hier ist noch ein Gebiet, das wir noch bebauen können. Du kannst auch nochmal eine Straße hinbauen. Ja, das kannst du machen. Das Fleckchen ist auch abgedeckt. Dann fährst du als nächstes jetzt einfach mal da hin. Falls die Fregatte da nicht schon hinfährt, dann ist es auch egal. Und so schnell geht die Runde zu Ende. So schnell geht das. Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass sich die Zufallsereignisse ändern. Schütze, ja. Könnt ihr weiterhin machen. Bombay, wie sieht's bei euch aus? Ihr seid okay. Das ist in Ordnung.
Ich schicke die in den Wohlstand, komm. Geht in den Wohlstand. Ravenna grassiert übrigens immer noch die Krankheit. Genau, Luke Dunum, ihr baut jetzt auch Schützen. Das ist gut, dann könnt ihr mal den ersten Lanzenträger schon mal auflösen. Genau, deswegen habe ich in Rom Schützenauftrag gegeben für die. Jetzt fällt mir das auch wieder ein. Dann schicken wir da nochmal einen Schützen hin, dann ist das Gebiet oder die Stadt auch erstmal geschützt. So, Straße. Den können wir verschanzen. Hier ist noch ein Gebiet frei, da können wir noch bauen. Dschungelroden, Straßenbau, Straßenbau. Okay. Damit haben wir das auch. Weitere Schützen. Und Ravenna grassiert immer noch die Krankheit. Ich weiß nicht, wie die Krankheit das macht. Wir roden schon so viel Dschungel ab und trotzdem kommt der Krankheit immer noch. Dann bauen wir die Polizeiwache, so. Karashi, Krankenhaus. Jaipur baut nochmal weiter Schützen, das ist okay. Die gehen nämlich nach Pisa. Und der Römische, der geht jetzt mal nach Luke Dunum. Und danach haben wir ja auch noch Syrakus, das muss ja auch noch abgedeckt werden. So, du gehst da ein. Der kann ja eigentlich Antium mal unterstützen, aber da sind auch noch recht viele veraltete Einheiten. Soweit ich das gesehen habe. Wo jage ich denn den jetzt mal hin? Das ist eine gute Frage. Theoretisch könnte ich hier oben einfach mal einen Wald anlegen. Einfach so. Einfach mal so einen Wald anlegen. Kann man ja mal machen. So, Bewässerung. Hier bauen wir mal ein Bergwerk hin. Die Verschmutzung ist weg. Das ist gut. Ich glaube, hier können wir auch nochmal Dings bauen. Bewässerung. So, du bist soweit durch, dann fahren wir da runter. Wenn wir übrigens mit der Vorschau weg sind, werde ich auch durch sind, werde ich auch die Trerere auflösen, falls das Spiel bis dato nicht beendet sein soll. Das weiß ich nämlich nicht. Ja, was heißt, ich weiß es nicht. Ich weiß es schon, aber ich sag's nicht. So, der Lanzenträger kann abtreten. Es war schön mit dir. So. Rein damit. Und der ist auch angekommen. Wunderbar. Dann kann sich jetzt den nächsten Moment mal... Das wäre jetzt unklug, wenn ich den genau jetzt auflöse. Ich warte noch eine Runde. Dann kann ich den nämlich bei der neuen Produktion auflösen. Ägypten und Japan haben ein Verteidigungsbündnis geschlossen. Ist das nicht schön? So, Pisa, jetzt aber. Zwei Einheiten sind angekommen und gebaut worden. Auflösen und auflösen. Einen Schützen kriegt ihr noch. Kalkutta kann gerne weiter Kavallerie bauen. Lutetia. Gut, ihr baut jetzt nochmal eine Artillerie. Dann kann das Katapult weg, dann seid ihr auch durch. So, Byzanz. Genau, ihr habt eure Einheit gekriegt, dann kriegt ihr nochmal eine neue Artillerie und das Katapult kann weg. So. Ihr könnt weiter Kavallerie bauen, das ist okay. Ne, das ist ja die einzige Ressource, die ich noch zur Verfügung habe. Eigentlich total traurig, aber es ist leider so. Hier ist noch Dschungel, das können wir noch weghauen eben. Ne, den nicht, aber den da. Da ist übrigens auch noch Dschungel, den können wir auch nochmal weghauen. Nicht, dass es da auch nochmal zu Krankheiten kommt. Bewässerung. So, Bewässerung. Lutetia, der kann sich verschanzen. Genauso wie der. Der Kavallerist, der kann sich gerne auf den Weg nach oben machen. Ne, was der kann, kann ich schon lange. Ne? So ein bisschen die Muskeln spielen lassen, aber das war's dann auch. So, dann kümmern wir uns hier nochmal weiter um den Dschungel. Auch wenn der Dschungel hier ordentlich unter Feuer genommen wird, wie man sieht. Also es ist ja wirklich schon eine groß angelegte Rodungsaktion.
Ich glaube, die Legionäre löse ich auch bald mal auf. So, der ist fertig, genau. Der ist angekommen, das ist gut. Dann können wir jetzt mal diese lästige Kriegereinheit endlich mal auflösen. So. Verschanzen. Gut. Okay. Hier ist noch Gebiet, das kann noch bewässert werden. Und damit ist auch die Runde vorbei. VG hat einen weiteren Schützen hervorgebracht, das ist okay, baut ruhig einen weiteren. Anzium hat einen weiteren Schützen hervorgebracht, sehr gut. Kann der nächste, hallo, der nächste Lanzenträger kann somit weg. So, außer Dienst gestellt, Kumai. Ihr könnt ruhig nochmal ein Geschütz bauen, eine Artillerie, dann seid ihr auch durch. Neapolis. Ja, das war nochmal für Anzium, könnt ihr ruhig weitermachen, Pompeii. Ihr seid jetzt auch durchkommen. Ihr baut noch eine Artillerie und dann ist gut. So, das Minus ging anfangs runter. Jetzt geht es wieder feuchtfröhlich in die Höhe. Wie man sieht. Den schicken wir auch nochmal nach Venedig. Genauso wie den. Der verschanzt sich. Der ist angekommen. Das ist gut. Dann können wir den Pikinier auch auflösen. Das ist dann der letzte. So. Ist das auch erledigt? Dschungelroden, 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 Straßenbau. Ich frage ist jetzt, ist er jetzt gebaut worden oder ist er jetzt eingetroffen? Ich löse mal den Bogenschützen mit auf. So. Der andere kommt ja auch noch ran. Den schicken wir auch nochmal darüber und dann sollte der Schütze, der jetzt gebaut wird, auch der letzte sein. So. Erstmal tief durchatmen. Elektronik kommt auch gleich noch, das ist gut. Hoppla. So. Der kann sich verschanzen. So. Der ist auch angekommen, der kann sich auch verschanzen. Dann kann ich ja eigentlich gleich die Option ändern in Schütze. In Artillerie. Dann sind die auch durch. Luftfahrt, ja, klingt gut. Los, los, dann los, ja. Umweltverschmutzung, Skandal. So, Anzium kann ändern von Schütze in Artillerie. Und dann kann auch das Katapult weg. Und tschüss. So. Genau, Bergwerk. Der kann sich gerne verschanzen. Straße, Straße, Straße. Dschungelroden, Dschungelroden. Straße, Straße. So, geht doch. Ich fährt jetzt mal von rechts nach links. Die Fregatte ist auch immer noch unterwegs. Die sind auch angekommen. Das ist schön. Verschanzen, verschanzen, verschanzen. Die Ägypter wollen was von uns. Was wollen sie denn? Verteidigungsbündnis sowie Durchreiserecht. Ohne Durchreiserecht, aber Verteidigungsbündnis ist in Ordnung. So. Weitermachen. Ihr seid durch, ab in den Wohlstand. Kavallerie ist okay. So, und der Schütze geht nämlich auch nochmal runter in die Stadt.
Nee, das ist kein. Dann bauen wir hier mal ein bisschen Wald. So. Pflanzen wir mal ein paar Bäume. Das ist durchaus in Ordnung. So, Jaipur. Die schicken ihren Schützen auch nochmal da hoch. Der Kavallerist kann sich gerne an die Grenze stellen. Ah gut, der ist durch. Das ist wunderbar. Kann der sich ja mal an der großen Pflanzaktion da oben beteiligen. Und der geht mal zu dem und hilft ihm bei der Umweltverschmutzung. Bewässerung. Der geht dahin. Das Schiff fährt mal weiter. Es kann gerne bis dahin. So, es geht auch ein bisschen schneller. 10 Runden dürfte das durch sein. Das ist gut. Danach kann sich das Schiff auch auflösen. Beziehungsweise vielleicht behalte ich das Schiff sogar. Mal gucken. Das dauert sowieso nicht mehr lange. Dann ist das Spiel sowieso vorbei. Also allzu lange, so viel kann ich verraten, wird es nicht mehr gehen, das Spiel. Also spätestens in der nächsten Aufnahmesession sind wir tatsächlich mit dem 8. Letschnacken durch. Und es steht dann ein neues Letschnacken an. Wir bauen mal den Hoverdamm, genau. Kavallerie ist okay. Hisbal ist Umweltverschmutzung, Umweltverschmutzung. Feierlichkeiten sind beendet. Super. So, die Fregatte fährt nochmal darüber. Der jagt seine Einheit darüber. Artillerie kommt auch noch, dann ist das auch durch. Nächste Runde ist übrigens auch die Kulturstätte Geheimdienst fertig. Tolle Kulturstätte auf jeden Fall. Geheimdienst als Kulturstätte, habe ich so auch noch nie gehört. Das ist für mich echt der geilste Satz ever. Die Bevölkerung verlangt nach der kulturellen Einrichtung Geheimdienst. Jo, läuft. Weltklasse. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt die Krankheiten Ravenna im Griff haben. Da oben baue ich, glaube ich, nochmal eine Bewässerungsanlage hin. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Genauso wie hier. So, der ist angekommen. Dann können wir den nächsten Bogenschützen auflösen. Oh, hier ist eine unzufriedene Bürgerin dabei. Wissenschaftler. Verschanzen. Und der Geheimdienst ist fertig. Yay! Was kann er denn? Der Geheimdienst ermöglicht der betreffenden Zivilisation die Durchführung von Spionageeinsätzen. Bringt ein Kultur übrigens. Also sehr kulturell auf jeden Fall. Und wie man sieht, wo der Geheimdienst sitzt, das wird auch speziell markiert. Aber die Gegner können das natürlich nicht sehen. So. Pflanzenträger auflösen. Ändern auf Artillerie. Denn eine Einheit wird noch kommen, nämlich aus Rom. Kathedrale. Verschanzen. Der ist auch angekommen. Können wir auch umstellen auf Artillerie. Danach sind die auch durch. So. Sehr schön. Da sind noch Legionäre mitunter. Um Gottes Willen. Ja, zumindest sind hier die Lanzenträger weg. Die haben mich so ein bisschen genervt irgendwann. Hier ist noch Umweltverschmutzung, dann kannst du dich da mal drum kümmern. Verschanzen. Wegroden. Roden. Keine Straßen. Verbindung müssen nicht sein. Bewässerung. Hier können wir ja mal ruhig Bergbau machen. So.
Die Umweltverschmutzung ist weg, das ist gut. Hier ist nämlich noch mehr. Hier kann er sich da gleich mal drum kümmern. Die Russen wollen was von uns. Was wollen sie denn? Die wollen natürlich gleich wieder eine Technologie abgreifen, das war klar. Dabei haben sie selber eine Technologie. Gut, wenn ihr schon eine Technologie haben wollt, die haben die Luftfahrt. Unglaublich. Komm, gib her. So.